her zu mir. Ich komme. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Und heute wollten wir mit euch über die Schönheitsideale in Korea reden. Ja. Beziehungsweise die Unterschiede, ne? Genau. Zwischen den europäischen und den koreanischen Schönheitsidealen. Bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr viele koreanische Dramas angeschaut habe. Aber Anna ist da, um das alles zu bestätigen, weil sie schon in Korea war und ein Vorteil für uns. Ja, und das Erste, was ich fragen wollte, weil Anna hat ein sehr kleines Gesicht. Ein sehr kleines Gesicht. Deswegen war sie bestimmt diese hübsche Person in Korea, als sie gekommen ist. Und ich dachte wirklich, dass die Koreaner dich einfach angeschaut haben, sofort. Weil also, um ehrlich zu sein, nicht. Also, vor allen Dingen in Seoul sind die halt Ausländer einfach gewöhnt. Also, es ist nicht so, dass die dich anstarren, weil ich ja auch blonde Haare habe. Ja, also, ich unterscheide mich halt viel von denen. Aber es ist tatsächlich einmal in einem Kosmetikgeschäft passiert, dass mich jemand darauf angesprochen hat, dass ich ein kleines Gesicht habe. Und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was die von mir möchten. So wie, was meinst du? Ja, weil das kam auch wie so eine Beleidigung rüber im ersten Moment. So. Ja, ja, ja. Das ist aber ein kleines Gesicht. Also, Was hast du gesagt? Genau, und ich habe erst hinterher verstanden, dass sie das eigentlich als Kompliment gemeint hat. Mhm. Aber jetzt so im Alltag oder so wurde ich jetzt gar nicht darauf angesprochen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie das einfach gesagt hat, um mir die Kosmetik besser verkaufen zu können. Gute Verkaufsstrategie. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass als Schönheitsideal eher kleine Gesichter gelten. Und das sieht man manchmal auch, dass die ihre Bilder sehr bearbeiten im Photoshop, dass der Körper im Vergleich zum Kopf sehr unproportional ist. Ja, stimmt. Man sieht das hier an den Schultern, dass die dann ein bisschen breiter sind und der Kopf dann so richtig klein im Vergleich. Es gilt auch bei Männern. Die Schauspieler, die man anschaut in die Dramas, die haben alle so breite Schulter und wirklich kleine Gesichter. Ja. Man denkt, wow. Dann die nächste Sache, die wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben, ist, dass wirklich helle Haut einfach dort das A und O ist. Viele Kosmetikprodukte beinhalten sogar aufhellende Wirkstoffe. Und ich muss sagen, das merkt man tatsächlich auch, wenn man in Korea ist. Also ich habe selten jemanden gesehen, der dunklere Haut hat. Mhm. Obwohl ja eigentlich Koreaner von Natur aus eigentlich eher ein dunklerer Hauttyp sind. So, die nächste Sache, die mir einfällt, wäre die Augen. Hm. Also zum einen finden die halt europäische Augen schön, meistens. Ja. Einmal wegen der Augenfarbe, weil die ja meistens braune oder dunkle Augen einfach haben. Zumindest da passe ich rein. Grüne Augen, bitteschön. Du bist auch so schön. Oh, danke schön. Und mit dem Augenlid, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele Asiaten haben ja dieses Monolid. Also die haben nur ein Augenlid, ohne diese Falte zu besitzen. Und in Korea war es lange, lange Zeit ein Trend, sich das mit einer Operation machen zu lassen. Ich habe dazu was zu erzählen, weil ich in der deutschsprachige Schule zusammen mit Koreanern gelernt habe. Und da hat mir eine Koreanerin, meine Freundin, gesagt, dass sehr viele machen die OPs sofort nach der Schule. Mhm. Also es wird als Geschenk von den Eltern angeboten und sehr viele machen das dann. Es hat mich ein bisschen schockiert. Ich meine, vom Eltern so ein Geschenk zu kriegen, das klingt wirklich krass. Ja. Aber ich finde auch, also generell, was Schönheits-OPs angeht, das ist dort überhaupt nichts Erwähnenswertes. Das ist einfach ganz normal. Also ist wahrscheinlich noch besser, ne? Wenn du nicht schön bist, dann machst du ein OP und du wirst mehr akzeptiert in der Society. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch so, wenn du in Korea langläufst oder in der Metro bist oder so, es ist überall Werbung für Schönheits-OPs. Ja? Also wirklich überall. Und auch richtig krasse Sachen, also so mit Vorher-Nachher-Bildern, das ist ein komplett anderer Mensch letztlich, ne? Man wird fast gezwungen da, ne? Wenn man das ständig so sieht. Also es ist halt das, was du auch sagst, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, musst du halt einfach einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, weil du sonst einfach keinen Job auch bekommst. Mhm. Es ist halt so, es haben halt alle Supernoten in Korea, weil das Schulsystem da einfach sehr gut ist. Die Leute, die ackern sich ja da halb zu Tode. Und wenn die sich irgendwo bewerben in der Firma, ist das halt so das ausschlaggebende Merkmal letztlich. Okay, schön die Person ist schön,
die verkörpert das, was unsere Firma halt aussagen möchte, besser als jetzt die Person, die eine schiefe Nase hat oder so. Mhm. Deshalb wird lieber der eingestellt, der halt gut aussieht. Genau. Und deshalb machen so viele Leute da einfach auch die OPs. Ja, das habe ich auch gehört, dass das wirklich stimmt. Ja. Helle Haut ohne Poren, lass uns drüber reden. Ja. Meine ist gar nicht so. Ich will einfach weinen, wenn ich darüber rede, weil... Du hast gar keine großen Poren. Aber wenn du dort bist, fühlst du dich einfach... Wärst du der hässlichste Mensch auf der Welt, weil dort laufen echt Models einfach auf den Straßen rum. Die haben alle so perfekte Haut, ihr könnt das nicht glauben. Natürlich gibt es auch ein paar Leute, die man jetzt da sieht, die auch ein bisschen Hautprobleme haben oder so. Aber ich sag mal so, zu 95% haben die einfach tipptopp Haut. Die sind super gepflegt und... Die schminken sich auch nicht so viel. Also im Alltag, wenn die laufen, viele haben gar kein Make-up drauf und die Haut ist einfach perfekt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist es wirklich die koreanische Kosmetik? Ist es die Genetik? Liegt es an der Ernährung? Keine Ahnung. Ich möchte weinen. Ich war auch wirklich traurig darüber. Die nächste Sache ist einmal die Nase. Wenn mir jemand sagt, du hast eine große Nase, ist das für mich eine Beleidigung? Komplett, ja. Ja. Aber Dankeschön. Aber in Korea ist es tatsächlich ein Kompliment. Die finden das schön, wenn man eine lange Nase hat, beziehungsweise eine Nase, die halt hoch ist, die halt hier schon anfängt. Ja. Weil viele Asiaten... Ach ja, die fängt wahrscheinlich fast in der Mitte so irgendwie. Ja, und die ist auch flacher einfach, die Nase. Die ist ja halt, wenn du von der Seite guckst, die ist halt kleiner. Ja. Was ich eigentlich super schön finde. Ja, genau. Ich hätte für gern so eine Nase. Schön. Aber bei denen ist es halt genau andersrum. Die mögen eher so den europäischen Stil. Geschmackssache, also wirklich, kann man nur sagen, Schönheitsideale sind unterschiedlich. So, dann die nächste Sache ist die Figur. Auf jeden Fall, also sehr, 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 sehr schlank muss man sein. Wirklich super schlank. Ich habe teilweise da Leute gesehen, wo ich mich gefragt habe, wie passen überhaupt noch die Organe in ihre Körper rein. Aber trotzdem sah das nicht krankhaft schlank aus. Also ich finde den... Die haben kleinere Knöchel auch, ne? Ja, und irgendwie steht denen das. Also die sehen nicht abgemagert aus. Mhm. Das haben sich keine Knochen abgezeichnet oder so. Die waren einfach von Natur aus schon dieser schlanke Typ. Und die waren super fit. Und wie geht's mit dem Sommersprossen? Weil ich habe ja voll viele eigentlich. Man sieht es nicht so gut. Aber jedes Jahr mehr. Und es ist ja tatsächlich jetzt auch ein Trend in Europa und auch in Amerika. Stimmt. Viele alle machen diese Sprossen. Ja, die malen das sich sogar extra. Ich habe eine gesehen, die das bei einer Spezialist gemacht hat. So Tattoo-mäßig? Nee, also es war mit Henna gemacht. Mhm. Aber es sieht wirklich so unnatürell aus. Und man denkt, wofür machst du das? Mein Gott, das sieht nicht gut aus. Also ich finde, wenn man diese Filter benutzt in Instagram, um einfach so Fotos zu machen, finde ich, sieht das ganz süß aus. Aber ich würde das jetzt nicht mit Farbe irgendwie machen. Vor allen Dingen ich mit meiner hellen Haut. Die wären dann schwarz bei mir, glaube ich. Aber in Korea sind tatsächlich Sommersprossen nicht so ein Trend. Also ein paar Leute, die vielleicht mal im Ausland waren oder halt viel mit Amerika und so, sich das abgucken, die Trends, die machen das auch. Aber jetzt ist es kein Standard. Also die Leute versuchen eher, die loszuwerden, wenn die von Natur aus Sommersprossen haben. Und Asiaten, also sehr selten, denke ich, oder? Also bei Asiaten ist es so, die bekommen halt mit dem Alter diese Flecken. Ja, ja, mit dem Alter. Wie heißt das? Pigmentflecken bekommen die halt oft. Und deshalb benutzen die auch diese Whitening-Produkte, um die Pigmentflecken loszuwerden. Das ist einfach so eine Besonderheit von asiatischer Haut. Weil ich dachte die ganze Zeit, dass diese Whitening-Produkte sind einfach, um dich, das Gesicht heller zu machen, damit du fast weiß wirst. Also beides. Es gibt halt solche und solche Produkte. Mhm. Es gibt halt welche, die man speziell auf diese Stellen dann aufträgt, die so dunkel sind. Und es gibt halt welche, die einfach deine Haut an sich heller machen. Mhm. Ja, aber... Bei mir bringen diese, also ich sehe keinen Unterschied. Wenn ich jetzt viele Masken zum Beispiel, diese Tuchmasken, die so berühmt sind aus Korea, die haben auch, da steht drauf, Whitening-Effekt, aber ich sehe davon nichts. Ich denke, es entfernt irgendwie einfach das Bronzage von der Sommer. Ja, genau. Und du benutzt so viel Sonnencreme, du hast gar keine Bronzage auf dem Gesicht. Deswegen funktioniert ich benutze tatsächlich jeden Tag Sonnencreme, Leute. Genau. Das, da bin ich schon sehr koreanisch geworden. Das habe ich mir gar keins, deswegen der Unterschied zwischen uns beiden. Ich sollte jetzt auch mal irgendwie anfangen. Wir können ja mal gucken, ob nach 10 Videos oder so Anna heller geworden ist. Ich fange ab heute an, die Sommercreme zu benutzen. Challenge, Leute, Challenge. Ihr könnt es kontrollieren. Ja.
So, die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, dass tatsächlich auch glatte Haare ein Trend sind. Also diese Wellen, die man sich so künstlich macht, das ist schön. Auch Locken mit dem Lockenstab, aber diese krause Haarstruktur gar nicht. Das mögen die überhaupt nicht. Die machen auch viel beim Friseur, ja, bei mir auch, genauso. Hm. Die machen auch viel beim Friseur, diese dauerhafte Glättung. Ja, ich wollte auch sowas machen mit meinen Haaren. Dann muss ich das nicht jeden Tag glätten. Glätten, ja. Aber Anna hat auch super schöne Haare. Also bei ihr ist das hier das Stück, na, nur das hier. Sind meine ganzen Haare auf dem Kopf. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist zum Beispiel auch in koreanischen Dramas so, dass wenn die zeigen wollen, dass jemand hässlich ist, ist es immer eine Person mit krausen Haaren und Sommersprossen. Ich habe auch diese krasse Sache bemerkt, wo kein Mann in die Dramas, weil ich nur über die Dramas reden kann, dass die Männer, die werden immer ohne Glatze angezeigt. Ja, es ist tatsächlich so, dass die viel Haartransplantationen machen. Das ist... Also die bekommen genauso wie auch europäische Menschen mit einem gewissen Alter, also es ist ja genetisch bedingt. Okay, ich dachte, die haben einfach viel weniger Leute, die Haare verlieren. Das kann natürlich sein, dass vielleicht im asiatischen Raum, weil die ja auch eine andere Haarstruktur haben, aber es ist eine der beliebtesten Schönheitsbehandlungen für Männer in Korea. Ich es ist überall Werbung dafür, wo dann gezeigt wird, die meisten bekommen ja hier hinten, fängt das ja an mit der Glatze. Und da werden dann so Vorher-Nachher-Bilder immer gezeigt auch. Das ist super populär, also das machen richtig, richtig viele. Und auch hier vorne, kennst du diese Geheimratsecken? Ja. Das wird auch super oft transplantiert. Krass, das ist schön, finde ich. Ich meine, es gibt ja auch Männer, die komplette Komplexe damit haben. Ja. Ein anderer Trend in Korea wäre diese gerade Augenbrauen. Mhm. Da passen wir gar nicht zu. Wir haben beide diese Eckchen. Ja genau, diese spitzen Augenbrauen. Also die möchten halt diese Ecke hier nicht haben, dass das so nach oben geht. Ja. Das sieht immer so ein bisschen geliftet aus, wenn das hier so hoch geht. Mhm. Bei denen gelten wirklich diese geraden Augenbrauen, die wirklich wie so ein Balken sind. Und hier ganz am Ende geht es nur ein kleines bisschen nach unten, weil die denken einfach, dass man dadurch jünger aussieht. Das stimmt eigentlich. Ich habe auch versucht, meine irgendwie ein bisschen gerade zu machen. Das funktioniert schon ein bisschen. Und es stimmt, ich sehe wirklich ein bisschen jünger aus, wenn ich die gerade mache, wirklich. Krass, ich habe das noch nie ausprobiert. Männer schminken sich übrigens auch in Korea. Stimmt, das haben wir vergessen. Genau, die benutzen oft Make-up, also die schminken sich natürlich viel natürlicher und unauffälliger als Frauen. Aber ich muss sagen, ich habe es schon manchmal gesehen bei Leuten. Also wirklich, das waren ganz normale Leute. Ich rede jetzt nicht von diesen Straßenkünstlern oder so. Einfach, die waren auf dem Weg zur Arbeit und ich habe gesehen, dass die ein bisschen Make-up drauf haben. Also, BB-Cream oder so. Genau, ne? Also ganz leicht. Aber auch die Augen auch? Was die machen, sind diese Schatten. Ja. Ein bisschen, die benutzen sehr natürlichen Lidschatten in so Brauntönen oder Beige-Tönen und die konturieren das so ein bisschen. Ja, die Augen kommen ein bisschen raus. Die Augen kommen besser zur Geltung und manchmal benutzen die auch so einen Lippenstift. Kein Lippenstift, mehr so eine Balsam, Lippenbalsam, aber die ist ein bisschen rötlich. Für uns wäre das so wie... Was ist los mit diesem Mann? Ja, aber ich finde es super schlimm, dass in Deutschland so viel geurteilt wird. Ja, deswegen, manchmal denkt man in Europa, er sollte doch ein bisschen, zumindest eine Creme benutzen. Ja, also ich finde es super schlimm, wenn Männer sich pflegen, auch wenn die Kosmetikprodukte benutzen. Mhm. Man muss sich jetzt natürlich nicht schminken deshalb, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich habe da kein Problem damit und ich habe es wirklich genossen, das auch in Korea so zu sehen, dass die Leute einfach da... mehr Wert drauf legen und dass die nicht schlecht urteilen darüber. Ja, also hier würde man sofort sagen, hey, wenn eine Frau sagt zu ihrem Mann, dass er sich ein bisschen cremen sollte, dann sagt er, nee, ich bin keine Frau, wofür sollte ich sowas tun, mein Gott? Aber ich finde, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, vor allen Dingen, wenn es jetzt einen Grund hat, wenn du sehr trockene Haut hast und du benutzt jetzt keine Hautcreme, weil du bist ja ein Mann. Schöner. So sehe ich keinen Sinn dahinter. Ja, nee, ich muss sagen, ich habe mir wirklich viele Sachen abgeschaut von den Koreanern. Ich finde die Kosmetikprodukte super und auch teilweise einige Schönheitsideale haben sich bei mir selbst auch geändert, dadurch, dass ich so viele koreanische Dramen schaue. Ich achte viel mehr auf meine eigene Haut, allein schon mit der Sonnencreme. Ja. Und halt, die haben ja diese bestimmte koreanische Beauty-Routine mit den vielen verschiedenen Punkten. Ich wusste zum Beispiel früher gar nicht, was ein Serum ist. Okay, Serum kenne ich, aber... diese alle Steps, die man macht, jeden Tag, diese Routine, das kenne ich gar nicht, obwohl ich auch so ständig die koreanische Drama anschaue. Ich habe mich nicht geändert mit all diesen Jahren. Ich zwinge mich jetzt, etwas für meine Haut zu benutzen, weil
man wird schon ein bisschen älter. Wir werden alle älter. Aber Leute, ich kann euch einen Tipp mitgeben. Sonnencreme ist das A und O. Benutzt Sonnencreme. Ich schimpfe immer mit Anna, wenn sie einen Sonnenbrand hat. Dazu muss ich aber auch wieder sagen, koreanische Sonnencreme oder BB-Creme ist on another level, liebe Leute. Das ist nicht dieses klebrige, eklige, weiße, schmierige, fettige Zeug, nachdem ihr 100 Pickel habt. Ja. Die ist super leicht, die zieht ein, ihr könnt danach normal euch schminken. Okay, wenn Probleme. Du sowas sagst, dann klar möchte ich sowas benutzen. Ja, musst du auch. Und ja, das war's eigentlich auch. Mit den Schönheitsidealen, die uns jetzt so eingefallen sind. Leute, das ist nur unser Empfinden. Das, was wir aus Dramen mitnehmen. Wir sind natürlich keine Koreaner. Und wir wohnen auch nicht in Korea, aber von unseren Vorstellungen, das ist alles, was wir bisher so gemerkt haben. Nehmt das nicht als Fakt auf. Das ist nur das, was wir beobachtet haben und was wir auch von anderen Bloggern und so gehört haben. Oder koreanische Leute auch. Genau, und was wir halt gesehen haben. Nimmt das nicht zu ernst. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich auch. Vergesst nicht, dem Ganzen ein Like zu geben. Abonniert auch bitte unseren Kanal und folgt uns auf Instagram. Wir haben jetzt auch eine eigene Instagram-Seite. Genau, extra für unseren YouTube-Channel sozusagen, wo ihr immer über neue Videos informiert werdet und auch so ein bisschen Outtakes zu sehen bekommt. Mhm. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss! Bis dahin, danke fürs